Das ist Rudi Schöllerbacher alias Rudi Schöller, wie wir ihn alle kennen, als Vormärz in der ORF-Comedy-Sendung Wir sind Kaiser. Für Rudi, den Mann des Understatements, ist die Rolle des schweigenden und unscheinbaren Dieners angeblich wie auf den Leib geschnitten. Wir wollen wissen, stimmt das? Wie ist er denn wirklich, privat? Also ich kenne ihn nur als einen sehr, sehr entspannten, sehr konstruktiven, sehr humorvollen Kollegen. Ich kann nur das Beste über ihn sagen. Also ich würde sagen, der Rudi Schöllerbacher ist auch privat ein relativ stoischer Mensch. Wenn er allein auf der Bühne steht, ist er alles andere als stumm, wie hier bei seinem zweiten Soloprogramm Show. Immer wieder Österreich. Eine Mannschaft, die praktisch noch nie Erfolg gehabt hat. Und immer wieder müsste doch eigentlich heißen, endlich einmal Österreich. Rudi, der sich jetzt als Solist nur noch Schöller nennt, hat vor 13 Jahren als Kabarettist begonnen. Das mit dem Kabarett hat angefangen 1996. Da haben mein Bruder und ich gemeinsam unter dem Namen Schöller und Bacher den Grazer Kleinkunstvogel gewonnen und dann ein abendfüllendes Programm geschrieben. Und es hat eigentlich von Anfang an recht gut funktioniert. Ich denk mal, Baby, wir brauchen ein Auto, wir brauchen ein Auto. Der Grazer Kleinkunstvogel war nur ein Anfang. In der Zeit als legendäres Duo räumt das Geschwisterpaar am laufenden Band Preise ab. Etwa den Freistädter Frischling, den goldenen Wiener Kleinkunstnagel und den Förderpreis der Stadt Mainz zum Deutschen Kleinkunstpreis. Das Café Eiles ist nicht nur das kultige Altwiener Kaffeehaus neben dem Kabarett Niedermayer, sondern spielt eine nicht unbedeutende Rolle in Rudis Karriere. Das Café Eiles kommt ja schon vor bei dem Programm Privat von Josef Hader. Und eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe, wie ich nach Wien gekommen bin, war das Café Eiles zu suchen. Und wir haben dann eigentlich, also mein Bruder und ich, die ganzen Interviews da gegeben. Und das habe ich eigentlich bis heute beibehalten, kann man sagen. Als Karli das Kabarettgeschäft verlässt und Wirtschaft studiert, um das Familienunternehmen in Oberösterreich zu übernehmen, landet Rudi beim Radio. Ja, ich arbeite bei FM4, weil ich bei Ö1 niemanden gekannt habe, der mich da irgendwie hineinschleusen hätte können. Und jetzt bin ich schon mal dort und jetzt kenne ich die Schule und die meisten sind nett zu mir, also insofern passt das schon. Bescheidenheit in Person, denn was Rudi schreibt, kommt an. So wird er im Rundfunk wieder mit Preisen überhäuft, diesmal für das Konzipieren und Schreiben von Promotion- und Werbespots bei FM4. Er bekommt die Silberne Venus, die Goldene Venus und den Eisend Ears Award. Nicht selten kommen die Ideen dafür bei einem Besuch im nahegelegenen Liechtensteinpark. Wenn ich in den Park komme, dann tue ich meistens zuerst einmal Zeitung lesen. Seit 3 Jahren ist Rudi wieder auf Kabarettbühnen zu sehen. Und auch für seine Programme hat der Park eine gewisse Bedeutung. Die Kabarettprogramme entstehen zum Teil hier, allerdings eher der konzeptionelle Teil. Also geschrieben wird es dann zu Hause am Computer. Aber so das Nachdenken und das Notizenmachen passiert zum Großteil oder zumindest zum Teil hier. 2006 schrieb er für die Fernsehsendung Echt Fett. So kam er 2007, anfänglich nur als Autor, zu Wir sind Kaiser. Unangemeldet zur Audienz erschienen. Ja, was dieses Markenzeichen betrifft, dass der Form jetzt eben nicht spricht, finde ich, es ist halt ein bisschen vergleichbar mit der Frau vom Columbo zum Beispiel, die man nie sieht. Oder bei Biene Meier sieht man dann die Menschen immer nur als Füße. Textschwierigkeiten hat Rudi als Vormärz also sicherlich keine. Sind die Dreharbeiten dann quasi wie ein Spaziergang? Der Rolle des Vormärz bin ich überhaupt nicht entspannt. Nämlich erstens, weil man sich irrsinnig konzentrieren muss, um nicht zu lochen oder also diese stoische Mimik und Gestik beizubehalten. Und andererseits ist es sowohl bei Aufzeichnungen als auch am Set immer irrsinnig betriebsam. Und dadurch ist es ganz wesentlich anstrengender, als man das vielleicht glauben möchte. Manchmal muss er Dinge tun, die auch physisch anstrengend sind. Und ich glaube,
dass er, also konditionell ist er, sagen wir, nicht der Stärkste. Muss er ja auch nicht sein in seinem eigentlichen Beruf, nicht beim Radio. Also manchmal kommt er uns ein bisschen aus der Puste. Und einmal haben wir ihn für einen Boxzuspieler haben wir ihn gefesselt an einen Sandsack. Und da hat er dann ein bisschen, das war ihm dann entrisch. Also da hat er ein bisschen Atemnot bekommen. Also das heißt, der Schöllerbacher macht so wie wir auch alle Stunts selber und muss dabei manchmal auch leiden. Und wie geht es jetzt weiter? Also von allen Medien, mit denen ich jetzt so in Kontakt gekommen bin, also sprich Fernsehen oder Radio oder eben die Bühne, ist mir die Bühne eigentlich am liebsten. Wie gesagt, weil sie eben am direktesten funktioniert. Song, 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 aber nur ein paar. Song, 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 aber nur ein paar. Oh, oh, oh. Hei, hei, hei.